Konnichi ist eine Veranstaltung, zu der jedes Jahr rund 18.000 Besucher nach Kassel kommen. Im Mai 2002 zum ersten Mal in Ludwigshafen abgehalten und dann bis heute in Kassel in der Stadthalle weitergeführt. Melanie Pickhut kennt die Einzelheiten. Hier treffen sich alle Fans aus ganz Deutschland, aus dem Bereich Anime, Manga und was noch alles dazugehört. Organisiert ist das über den Veranstalter Animex und da werden auch viele Fans angemeldet sein und entsprechend Treffen koordinieren. Shoppen kann man hier, sich Ehrengäste anschauen, Videos anschauen, also so quasi das Neueste von neu. Die Teilnehmer scheuen auch weite Wege nicht, um an der MIGA-Veranstaltung in Kassel teilzunehmen. Im Vordergrund steht Sehen und Gesehen werden, Erfahrungsaustausch und die Möglichkeit, Freunde zu finden oder wieder zu treffen. Also, dass man Spaß an der ganzen Sache hat und dass es lustig ist und dass man Freunde wieder treffen kann nach einem Jahr und dass man eben zeigen kann, was man gemacht hat. Ja, weil es Spaß macht und weil ich war noch nie auf so einem Treffen und ich wollte mir das mal angucken und ja, einfach mal Lust und Laune. Ja, die ganzen Menschen, die ganzen Leute, dass man halt wirklich die Leute sieht, wie sie ihre Kostüme tragen, wie viel Aufwand sie dafür halt auch gebraucht haben. Das finde ich toll. Konnichi ist eine Mischung aus Manga, Anime und Cosplay. Manga ist das japanische Wort für Comics, Anime steht für Animation und was wie Fasching aussieht, nennt man Cosplay. Und das macht die Veranstaltung überhaupt erst aus. Hierbei verwandeln sich die Besucher in Comicfiguren oder Fantasiegestalten. Mit viel Aufwand und Liebe zum Detail verwandeln sich die Teilnehmer in wandelnde Kunstwerke. Stundenlange Arbeit und viel Geld sind hier nur Nebensache. Ungefähr eine Woche habe ich dafür gebraucht, mit allem drum und dran. Insgesamt ja. Eine Woche, zwei Wochen sollte man schon für ein Kostüm einplanen. Für das habe ich jetzt insgesamt, also das Gestell habe ich letzte Woche zusammen, also ein Freund von mir, ein sehr guter, hat das Gestell gemacht, ich habe die Flügel gemacht. Also so insgesamt war das jetzt, also wenn ich jetzt die Arbeitszeit zusammenrechne, war das jetzt zwei Wochen hier. Am Sonntagabend heißt es wieder Abschied nehmen und die Heimreise antreten. Nun ist wieder ein Jahr Zeit, um sich Gedanken zum nächsten Cosplay zu machen.